Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Lucky Plant. Einfach starke Pflanzen. Beglücken uns im Joghurt und auf dem Kuchen und auch als Marmelade oder vielleicht auch einfach mal ganz pur. Wir sind im Sommer mitten in der Beerenzeit, aber warum Beere nicht gleich Beere ist, das beschäftigt uns jetzt bei Mein Gartenglück. Außerdem gucken wir uns Pilzbefall und andere Schädlinge im Garten an und wir zaubern einen Hauch von Asien in unsere Gärten und das tun wir mit Bambus. All das jetzt bei Mein Gartenglück. Bei mir ist Michael Neizert von der Pflanzenwelt Riechers. Herr Neizert, jetzt haben wir hier schon ganz viele tolle Beerenpflanzen aufgebaut. Was sehen wir hier? Was haben Sie uns mitgebracht? Die erste Gruppe sind Blaubeeren. Mhm. Blaubeeren sind keine Heidelbeeren. Die wachsen der Lüneburger Heide und die sind extrem schwer im Garten zu halten. Was sind die großfrüchtigen Blaubeeren? Die sind ganz problemlos. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Was haben wir hier? Hier haben wir was Besonderes, ne? Das sind Stachelbeeren, die sind jetzt gerade reif. Stachelbeeren gibt es in verschiedenen Farben. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich kenne nur die blasseren. Das hier sind ja richtig schön rote, ja, Stachelbeeren. Die roten oder die gelben sind ganz süße. Mhm. Grüne sind etwas herber, wie man sie früher kennt. Ja. Mehr für Marmelade oder Kuchen. Die große Pflanze, die da neben Ihnen noch steht, das sind, was haben wir da? So fangen Johannisbeeren als Büsche mal an. Mhm. Wenn man sie 4 Jahre wachsen lässt und vernünftig schneidet, sehen sie denn so aus. Das ist nach 4 Jahren, okay. Das ist, wenn sie so eingepflanzt werden, das ist nach 4 Jahren. Wie ist das bei Beerenpflanzen? Können die zusammenstehen oder muss ich die auseinanderpflanzen? Vertragen die sich untereinander? Bei Johannisbeeren, Stachelbeeren können sie zusammenpflanzen. Mhm. Die Blaubeeren weichen von den Bodenansprüchen ab. Die muss man auf einem separaten Platz pflanzen. Was brauchen die speziell, die Blaubeeren? Die müssen wie Rhododendron, humosen, sauren Boden haben. Ah, okay. Bei kleinen Mengen entweder Rhododendron-Erde dazugeben, käuflich, oder Kompost. Okay. Und ansonsten ist die Blaubeere eine absolut entspannte Pflanze. Die bekommt keine Schädlinge, keine Krankheiten. Was kann ich meinen Beerenpflanzen zu Hause Gutes tun? Wenn Sie einen Fruchtansatz sehen, dann mit einem biologischen Dünger, vorher etwas Steinmehl. Und das hilft schon sehr viel, auch als vorbeugenden Pflanzenschutz, weil die Johannisbeeren gerne Mehltau bekommen, etwas Steinmehl und so ein biologisches Pflanzenstärkungsmittel. Je vitaler und gesünder die Pflanze, desto höher der Ertrag. Das natürliche Pflanzenstärkungsmittel Lucky Plant kräftigt ihre Pflanzen von innen und regt das Wachstum an. Dabei ist Lucky Plant 100% biologisch und völlig unbedenklich für Mensch und Tier. Einfach alle 4 Wochen ein Löffel Lucky Plant im Gießwasser und die Resultate werden nicht lange auf sich warten lassen. Worauf Sie achten müssen? Was gibt es noch Tipps von Ihnen, wo Sie sagen, das ist noch wichtig zu wissen? Meistens werden sie größer, wie man denkt. Johannisbeere sehen Sie ja schon. Johannisbeeren werden recht groß. Stimmt. Also Pflanzabstand mindestens 1 Meter bei Johannisbeeren. Guter Halbschatten oder volle Sonne. Im Gegensatz zu anderen Obstbäumen, wann werden die Beeren, Obstbäume und Pflanzen beschnitten? Ganz abweichend im Sommer nach der Ernte. Okay, also direkt, direkt nach der Ernte. Weil wenn ich die jetzt hier schneide, treiben die wieder neu aus. Mhm. Und da, auf denen, die jetzt noch wachsen in diesem Herbst, da sind die Blüten und Fruchtknospen für nächstes Jahr. Deswegen wird Beerenobst völlig untypisch im Sommer nach der Ernte geschnitten. Nicht erst im Herbst oder Winter, wie die anderen. Genau, nicht erst Herbst oder Winter, wenn man Obstbäume schneidet, sondern Beerenobst im Sommer nach der Ernte. Woran erkenne ich ganz genau, dass meine Beere jetzt genau richtig ist, um die abzuernten? Was muss ich beachten? Einmal an der Farbe. Mhm. Ja, eine Blaubeere muss typischerweise dunkelblau sein. Ja. Ganz fest darf sie auch nicht sein. Und dann noch einmal einem probieren mal. Oh ja, eine probieren mal möchte ich auch gerne. Würden Sie sagen, diese hier sind schon soweit? Ja. Oh ja, eindeutig. Lecker. So, und bei der
Johannisbeere auch. Die rote hat jetzt hier eine ganz typische Fruchtfarbe, ist gut ausgefärbt und dann ist sie reif. Wenn sich etwas leicht pflücken lässt, richtig ausgefärbt und einmal probieren. Ach so, leicht pflücken wäre auch ein Merkmal. Leicht pflücken ist auch ein Merkmal, wenn etwas obstreif ist. Schön, dass wir jetzt so mit vollem Mund sprechen, aber es ist ausgesprochen lecker. Jetzt haben wir hier eine Pflanze, der geht es im Moment offensichtlich nicht so gut. Was ist da genau passiert? Also diese Johannisbeere hat echten Mehltau. Echter Mehltau ist keine Spezialität der Johannisbeere, befällt je nach Witterung. Und in diesem Jahr ist das vom Wetter her ganz schlecht, weil häufige Schauer und nur etwas über 20 Grad. Mhm. Das ist typisches Mehltauwetter, sagen wir. Der Pilz sitzt nur auf den Blättern, er geht nicht ins Holz. Mhm. Sieht dramatischer aus, als es ist. Also Mehltau ist ein Pilz, habe ich verstanden. Mhm. Was macht der jetzt genau mit meiner Beerenpflanze? Er zerstört das Blattgewebe. Mhm. Daran erkennt man ihn, dass man ihn abwischen kann. Mhm. Wenn der Mehltau jetzt da ist, bedeutet das auch etwas für meine Beeren, für meine Ernte? Ist die dadurch potenziell in Gefahr oder wie würden Sie das beschreiben? Ja, es gibt mehltauresistente Sorten, das ist aber keine Garantie. Mhm. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen werden sie trotzdem befallen. Mhm. Der echte Mehltau geht nachher auf die Frucht über. Aha. Und dann bekommen die auch so einen Belag und die sind dann nicht essbar. Okay. Geschwächte Pflanzen sind anfälliger für Krankheiten und brauchen Unterstützung. Der Einsatz des 100% biologischen Pflanzenstärkungsmittels Lucky Plant macht ihre Pflanzen widerstandsfähiger gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse, ohne der Umwelt Schaden zuzufügen. Eine Anwendung alle 4 Wochen ist völlig ausreichend. Das Mehltauwetter, sagen wir. Okay, das heißt also, ich sollte zusehen, dass ich etwas gegen den Mehltau unternehme. Mhm. Was kann man tun? Fürs Wetter können wir nichts. Das stimmt. Etwas hilft, auch wie auch bei Rosen, die biologische Pflanzenstärkung mit Steinmehl. Bei leichtem Befall wie diesem hier hilft das auch, wenn die obersten Spitzen abschneidet. Was sind noch typische Erkrankungen, sage ich jetzt mal, Schädlingsbefall, Pilzbefall bei meinen Beeren? Was kann denen außer Mehltau noch passieren? Johannisbeeren kriegen im Frühjahr, April oder Mai gerne Blattläuse. Mhm. Das sieht ganz dramatisch aus. Die Blätter machen dann rote Blasen, sieht ganz dramatisch aus. Es sind aber nur Blattläuse, spezialisiert die Johannisbeerblasenlaus. Wie der Name sagt, Blasenlaus, durch das Saugen macht das Blatt eine Blase, rote Beulen quasi. Mhm. Es ist aber eine einfache Blattlaus. Was mache ich da? Leichten Befall tolerieren oder die Blätter auch auskneifen. Mhm. Und starken Befall ein biologisches Mittel. Okay. Nach den Tipps für die ausgesprochen leckeren Beeren wird es jetzt ein bisschen exotischer bei meinem Gartenglück. Das habe ich versprochen. Und zwar gehen wir in die asiatische Richtung. Wir beschäftigen uns nämlich mit Bambus. Alexander Chambi ist bei mir, auch von der Pflanzenwelt Riechers. Hallo. Herr Chambi, jetzt gibt es unterschiedliche Bambussorten. Mit welchen Bambussorten haben wir es hier bei uns im Norden zu tun? Was wächst und gedeiht hier bei uns überhaupt? Also die Pflanzen, die am häufigsten verwendet werden, das sind einmal welche aus 2 unterschiedlichen Gattungen. Da gibt es einmal die Fagesia, der Schirmbambus, und die Philostachys. Mhm. Der Fagesia, der Schirmbambus, ist einer, der wächst horstig. Das heißt, man benötigt keine Wurzelsperre. Mhm. Sie machen keine langen Ausläufer. Im Gegensatz zu den Philostachys, die machen lange Ausläufer. Und dort bräuchte man eine Wurzelsperre, damit sie den ganzen Garten nicht zuwuchern. Ach so, okay, also die verbreiten sich dann genau. Sehr stark. Genau, die bilden unterirdische lange Triebe und kommen dann irgendwo woanders hoch. Und die können teilweise mehrere Meter lang sein, diese Triebe. Was braucht mein Bambus, wenn ich mich dafür entscheide, den in meinen Garten zu lassen? Was braucht der, um bei unserem Klima gut zu gedeihen? Was kann ich dem Gutes tun? Also wir in Norddeutschland sind ja eher damit gesegnet, dass wir etwas höhere Luftfeuchtigkeit haben. Deswegen können Sie auch den Schirmbambus problemlos in die volle Sonne setzen. Ah. Halbschatten und Schatten ist natürlich ein bisschen vorteilhafter, aber das kann natürlich durch die hohe Luftfeuchtigkeit kompensiert werden. Mhm. Der Philostachys, der ist insgesamt noch anspruchsloser, was die Lichtverhältnisse angeht, und für den ist auf jeden Fall auch volle Sonne und Halbschatten
durchaus mit drin. Mhm. Was brauchen die sonst noch? Müssen die beschnitten werden? Gibt es da irgendetwas, was ich in der Bambuspflege oder in der Bambusbeschaffenheit beachten muss? Also im Prinzip, Bambus sind immergrün. Immergrüne brauchen relativ viele Nährstoffe. Das ist schon mal wichtig, dass die Nährstoffversorgung da gesichert ist. Also Pflanzen gedeihen am besten mit der richtigen Nährstoffzufuhr. Das Pflanzenstärkungsmittel Lucky Plant unterstützt ihre Pflanzen bei der Nährstoffaufnahme und führt so zu einem schnelleren und gesünderen Wachstum. Und dabei ist es sehr ergiebig. Geben Sie einen Löffel Lucky Plant auf 10 Liter Gießwasser und Ihre Pflanzen werden kräftiger und schöner. Herr Chami, mit welchen Pflanzen lässt sich der Bambus gut kombinieren? Also am liebsten verwende ich ja den Schirmbambus. Mhm. Der lässt sich vor allem mit Stauden, vor allem Blattschönheiten kombinieren und niedrigen Gehölzen. Ich habe ja da vorne mal was vorbereitet. Mhm. Einmal haben wir hier unterschiedliche Farnpflanzen, sehr filigranen Farn oder hier der Schlangenbart mit dem schwarzen Laub. Sieht aus wie ein Gras, ist aber eher mit Maiglöckchen verwandt. Ach, tatsächlich? Auch für Schatten eine super schöne Staude, die man sehr gut kombinieren kann mit Funkien, die ein etwas helleres Blatt aufweisen. Mhm. Oder zum Beispiel den niedrigen Rhododendron dort vorne. Ist der das diesen, der hier? Genau, der diesen wolligen Blattaustrieb hat. Mhm. Auch sehr schön, um da ein bisschen Leben in den Schatten reinzubringen. Mhm. Dann das Gras da, was Sie da am Ende sehen. Das ist das japanische Berggras. Das passt auch sehr schön zu Bambus. Ich lasse mir ganz in Ruhe durch den Kopf gehen, ob ich meine Gartenhecke vielleicht sogar durch einen Bambus ersetze und verabschiede mich bei Ihnen zu Hause. Freue mich, wenn wir uns wiedersehen bei der nächsten Folge Mein Gartenglück. Bis dann. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Lucky Plant. Einfach starke Pflanzen.